Meine Tätigkeit ist Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Wir arbeiten in 8-Stunden-Schicht, morgens 6 bis 14 Uhr, 14, 22, 22, 6 Uhr. Jede Schicht hat andere Tätigkeiten. Also wir haben mehrere Sonderkontrollen, die wir durchführen, wie Außenbereiche-Kontrolle, Gebäudekontrollen, Alarmanlagen aktivieren, deaktivieren. Also Umgang mit Menschen ist sehr wichtig hier. Weil wir jetzt vor Ort sind, werden wir natürlich als erstes angerufen, weil wir innerhalb in 2-3 Minuten vor Ort sind. Dann beruhigen sie natürlich unsere Mitarbeiter, dass wir da sind, dass wir schnell vor Ort sein können. Nachts haben wir hier mehrere Streifendienste. Wir haben 6 Mitarbeiter, die hier den Verschluss durchführen. Also jede Tür wird wirklich angefasst und verschlossen. Wir sind ja auch die ersten Ansprechpartner für die Polizei. Wenn wir mit einer Sache nicht klarkommen, man arbeitet mit Menschen zusammen. Das macht besonders Spaß, wenn wir eine Sache dann deeskalierend lösen können.